Das ist eine richtige Begrüßung. ja, der Grund dafür ist, dass ich einfach mal begrüßen wollte. Kennt man das nicht, wenn man manchmal einfach Hallo sagen möchte? Der Liebe seines Lebens einfach mal Hallo sagen. Sich trauen, mit ihr zu sprechen. Ah. Und meine Liebe meines Lebens ist Guild Wars 2. Nein, eigentlich nicht richtig, aber. I don't give a fuck. Ich lüge so viel ich will. Ja, der Grund, warum wir dieses Adventure machen, ist ganz einfach. Und zwar, ist das Teil der, Teil einer Sammlung. Also, wir müssen hier Silber erreichen. Im goldenen Schwingen-Dingsi. Oder wie das auch immer heißt, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall müssen wir mindestens Silber erreichen. Auf goldenen Schwingen heißt, glaube ich, dieses Adventure. Ich habe das schon auf Gold, weil es, glaube ich, auch einfach, eigentlich einfach. Weil es eigentlich auch das einfachste Adventure meiner Meinung nach ist. Also alle von denen, die ich bis jetzt gemacht habe. Es gibt immer noch Adventures, die ich noch nicht angefangen habe. Weil mich die an für sich eigentlich nerven. Ja, wir haben 3 Stück und noch 1 Minute Zeit. Also machbar auf jeden Fall. Ich habe ja auch keine Rekordzeit oder sowas. Ja, 3 Stück haben wir. Ich habe noch 1 Minute Zeit, um die 3 abzugeben. Also. So. Wir haben die 3 Dinger. Ich habe ja schon herausgefunden bei dem einen Event. Bei dem einen Event, dass man einfach einmal Silber aufmachen muss. Und dann kriegt man das genau, die Leyland-Energie. Die Leyland-Energie der Erhabenen. Eigentlich könnte man mal gucken, was wir noch haben. Also Leyland-Energie der Erhabenen. Ja, das können wir auch noch machen. Das habe ich auch gemacht. Sogar auf Gold. Verschlungenen Tiefen. Ich glaube, das war hier oder so. Eine Etage höher. Das heißt, da gehen wir vielleicht auch doch noch mal hin. Und machen die 2 Events. Das ist auch nicht schwer. Also das ist war. Auf Silber war es eigentlich relativ einfach zu bekommen. Bei Gold habe ich schon so 15 Minuten gebraucht oder sowas. Also, ich habe das auch immer alles ohne Videos gemacht. Also ich hatte da auch keinen Nerv für. Ich mache vielleicht im Anschluss. Ja, Leyland-Linienrennen. Das ist auch das, was wir machen müssen, oder? Leyland-Linienrennen? Ja. Das ist. Im Endeffekt werde ich, glaube ich, im Anschluss den Matriarchen machen. Weil der ist eigentlich nicht so schlecht im Druckblut. Also. Ganz besonders, weil hier diese kristallinen Vorratskanister halt irgendwie. Falls ich irgendwann doch mal nochmal eine Hot Legendary. Also, ich bin jetzt mit dieser Hot Legendary schon. Also, über. Also, ich habe wirklich gar keine Lust mehr auf Hot Legi machen, weil keine Ahnung, also der Aufwand ist so hoch, so die Sammlung gefällt mir nicht so hundertprozentig, also die ist ganz nett, so auch die Ideen, aber es gefällt mir irgendwie nicht. Wie kommt man noch mal da hoch?
Ach ja, wie kommt man dann nochmal hoch? Man springt einfach auf einen Pilz und ist dann da. So. Ich glaube, den einzigen Tipp, den ich hier geben kann, ist, so oft wie möglich alle eure Abilities zu nutzen. Hier über diese Kante springen. Hier, das kann man alles abkürzen. Einfach hier rüber springen. Dann hier, was ist? Was waren nochmal zwei? Ne, eins war das, okay. Hier habe ich ausprobiert, auf das erste draufspringen und dann auf das Porten. Ja, Silber ist halt ganz einfach. Ich glaube, was war das jetzt für eine Zeit? Keine Ahnung. Also keine gute, aber ja, dann haben wir die Leyline-Energie. Also Silber war ja jetzt easy zu bekommen. Mal gucken, kann man hier eigentlich von hier irgendwas Cooles erreichen? Nee, aber der Ausblick ist ganz nett. Das da oben habe ich mir auch schon gesammelt. Also der Ausblick ist auf jeden Fall ganz nett. So, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine flauschige Zeit. Bis die Tage dann. Tschüss.